Wir müssen uns als eine künftige Regierungspartei, die wir sein wollen, auch positiv entwickeln. Auf dem Stand stehen bleiben, den wir beispielsweise im letzten Sommer hatten, können wir uns nicht leisten. Wir müssen, damit zu den aktuellen 21 bis 24%, die uns Umfragen prognostizieren, noch etwas hinzukommt, noch besser werden. Das ist meine herzliche Bitte tatsächlich an jeden Ortsverein oder Kreisverband, an jeden Unterbezirk und Bezirk in Bayern, einfach entspannt zurücklehnen und sagen, es läuft doch prima, das reicht nicht. Wir müssen besser werden. Übrigens auch bei Personalfragen alle Möglichkeiten der Optimierung ausschöpfen. Uns überall fragen, kann man diese Kandidatur wirklich nicht optimieren? Kann man hier nicht einen stärkeren Vorstand wählen? Kann man hier nicht für neue inhaltliche Akzente setzen? Also Aufbruchstimmung ist mit einem einfachen weiter so wie immer schon nicht vereinbar. Diese bittere Pille muss ich euch verabreichen. Wir müssen uns einstellen, täglich beschimpft und beschossen zu werden. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass nach dem S-Bahn-Beispiel weitere politische Pressionsversuche unternommen werden. Gemütlich ist es nicht mehr. Ich kann euch nur bitten, euch zu erinnern, habt ihr euch nicht in dem halben Jahrhundert, in dem es so still war im Oppositionswinkel, gewünscht, dass wir eine Chance bekommen, auch wenn dann der Gegenwind scharf und rau wird und wenn wir unter Beschuss geraten und uns täglich zur Wehr setzen müssen. Ich denke, es ist eine wundervolle Herausforderung, eine Chance zu haben. Wie sie jetzt im Jahr 2012 ausgebaut werden muss, damit wir sie 2013 auch tatsächlich ausschöpfen können, stellen wir uns gemeinsam an.